Ja, hallo, willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen von Ad Astra. Wie ihr seht, bin ich heute nicht allein für einen kleinen Video zum Thema Neumond am 2. Januar, sondern ich darf euch vorstellen, die Francis Patzmann aus München, die heute ein paar Fragen stellen wird zu dem Neumond und ja, mir helfen wird, das Ganze etwas lebendiger zu gestalten. Vielen Dank, Francis, da freue ich mich. Ja, hallo lieber Martin, also vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch total, dass ich als eine Astrologie interessierte Person zum anstehenden Neumond ein paar Fragen stellen darf. Ja, ich habe mir das im Vorab mal ein bisschen angeschaut und wir haben ja am 2. Januar Neumond, das heißt also Sonne und Mond befinden sich dann, glaube ich, auf 12 Grad Steinbock. Genau. Vielleicht kannst du kurz was zur Qualität eines Neumondes sagen, vielleicht auch im Unterschied zum Vollmond. Und mich würde dann auch noch interessieren, so ein Neumond am Beginn des Jahres hat der jetzt noch eine spezielle Bedeutung. Ja, auf jeden Fall, weil der Neumond hat ja die Startqualität, das Beginnende quasi in sich. Der Mond läuft ja so etwa 29 Tage einmal durch den ganzen Tierkreis durch. Und wenn er genau bei der Sonne erscheint, dann beginnt ein neuer Zyklus. Und so ist also die innewohnende Qualität des Neumonds genau etwas, das beginnt allerdings noch eher im Unsichtbaren, weil es am Neumond ja sehr dunkel ist. Das Licht des Mondes ist nicht sichtbar. Das symbolisiert also dieses, wir sehen vielleicht noch gar nicht genau, was da ins Leben treten will, aber wir wissen vom Astrologischen her, dass es jetzt bei Steinbock zum Beispiel sich um eine Wirkung handelt, die auf der Erdebene, auf der materiellen Ebene, auf der Ebene von Strukturen setzen und neue Formen gegeben ist. Ja, also wir haben auch recht interessante Aspektierungen, wie ich finde. Also besonders auffällt vielleicht die Sonne und der Mond im Trigon zum Uranus. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu was erzählen? Was erwartet uns dann? Okay, zurzeit ist ja ein Lieblingswort in den Medien, das Wort Boostern. Und der Uranus ist ein kosmischer Booster, der uns sozusagen auf den Schleudersitz setzt und mit ziemlichem Tempo irgendwo hinbringen will. Also der Uranus steht auch symbolisch für Starkstrom oder für, ja, einfach wirklich überraschende und manchmal auch heftige energetische Aktionen. Jetzt ist interessant, dass einerseits haben wir ein Trigon, also eine große blaue Linie, eine harmonische Verbindung des Neumondes in Steinbock zu Uranus in Stier. Damit haben wir also sozusagen relativ gute und fruchtbare Möglichkeiten voranzukommen, neue Ideen ins Feld hineinzubringen, die relativ schnell materielle Auswirkungen haben könnten. Also, wenn jemand von euch ganz tolle neue Ideen gerade hat oder neue Projekte, neue Pläne, dann sollte er an diesem 2. Januar vielleicht irgendeinen kleinen Startpunkt sich überlegen. Sei es, keine Ahnung, das genügt manchmal, eine Mail zu schreiben oder jemand anzurufen oder ein kleines Ritual machen, zu meditieren und sich das Neue vorzustellen. Dann dürfte da relativ schnell was ins Leben kommen. Das ist der Vorteil von dem harmonischen Aspekt zu Uranus. Allerdings immer mit Überraschungen rechnen. Also das alles dürfte so ein bisschen anders verlaufen, als man es geplant hat. Aber der Stier ist ja auch ein Erdzeichen, das heißt, es Ja. braucht ein bisschen Schub, gell? Also man muss es sich wahrscheinlich vornehmen, dann kann es zwar auch gelingen, weil die Erdzeichen sind ja sehr beharrlich auch, aber es kommt wahrscheinlich nicht so blitzartig, oder? So, ja. Es kommt nicht so blitzartig, wie man es gern hätte, zumindest, weil Stier leistet natürlich gewissen materiellen Widerstand. Also auf jeden Fall werden es Entwicklungen sein, die hier Anfang Januar in Gang gesetzt werden.
Und du hast ja auch vorher gefragt, hat das am Anfang des Jahres eine besondere Bedeutung? Würde ich schon sagen, weil der erste Neumond des Jahres sicherlich auch Grundenergien für das ganze Jahr mit in sich trägt. Und da sehen wir also Dinge, die sich schnell verändern werden, die auf der materiellen Ebene überraschende Auswirkungen haben. Und wir haben ja immer noch auch das ganze Thema mit Corona und ähnliche Sachen, die via Thema Gesundheit und Krankheit unseren Körper betreffen. Und die Erdzeichen haben immer auch starke Auswirkungen auf den Körper. Also damit sind hier neue Entwicklungen zu erwarten, die recht überraschend sein dürften oder eben schnelle Reaktionen erfordern und so weiter. Die aber nicht allzu gefährlich ausschauen. Es ist ein recht positiver, Hoffnung machender Neumond. Aber der Mond ist ja auch ist ja so das Gefühl und so in der Kombination mit dem Uranus kann ich mir vorstellen, wir müssen emotional auch ein bisschen flexibel bleiben, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Aber an Neumond geht es ja auch immer wieder um Prozesse, die in unserem Unterbewusstsein erst einmal entstehen. Und wie wir dann emotional darauf reagieren, das sehen wir dann die nächsten Tage. Innerhalb von 1, 2 Wochen kommen wir dann vielleicht auch an die Gefühle ran. Das dürften schon auch gewisse Gefühle von Verunsicherung sein. Also wenn wir jetzt über das Thema Schnelligkeit und Tempo und Überraschungen reden, fällt einem natürlich bezüglich des Themas Corona schon Omikron ein, etwas, das sich eben sehr, sehr schnell verbreiten wird, wie es zumindest im Moment so aussieht. Aber man sieht hier, dass daraus wahrscheinlich keine allzu dramatischen Entwicklungen resultieren werden. Wobei natürlich der Neumond schon auch in Spannung zum Chiron steht. Das stimmt, Und ja. Chiron ist natürlich schon auch etwas, das mit Krankheit und Gesundheit zu tun hat. Also hier ist schon auch diese Thematik zu erwarten. Auch im sechsten Haus sehen wir einige Planeten, die hier dieses Thema anschlagen. Genau, der Merkur im sechsten Haus, der ja dann auch noch im Wassermann steht. Das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt, ne? Also Merkur im Wassermann, ne? Also da gibt es vielleicht auch einige ungewöhnliche Überraschungen oder Entwicklungen. Kannst du dazu auch was sagen? Zum Neumond passt ja, dass Merkur neu ins Zeichen Wassermann eingetreten ist, also auch sozusagen hier auf der Startrampe steht und Merkur ein Wassermann. Merkur bezieht sich ja auf unsere Ideen und Gedankenwelten, unterstützt Forschungen, unterstützt neue Ideen. Also alle Leute, die jetzt gerade kreative Ideen haben, sollten die unbedingt ans Licht bringen. Und da wird also sehr viel Information auf uns zukommen, die sozusagen auch eine gewisse Ungeduld mit sich bringt. Alle Luftzeichen haben eine gewisse Ungeduld. Und das ist bei diesem Neumond und in den folgenden Tagen schon auch wichtig, sich nicht von Unruhe und Hektik vereinnahmen zu lassen. Merkur wirkt ja auch auf unser Nervensystem und unser Gehirn, sondern mehr die Stier- und Steinbock-Qualität wirken zu lassen und ruhig zu bleiben, aber wenn es darauf ankommt, schnell zu reagieren. Jetzt ist der Merkur ja auch noch aspektiert mit dem aufsteigenden Mondknoten. Trigonmäßig kann man, wie könnte man das jetzt noch interpretieren? Also das ist ja was Positives, so ein Trigon. Wie könnte man das jetzt noch vielleicht mit reinnehmen, den Mondknoten? Kann Der man Mondknoten ist ja auch neu im Zeichen Stier, erst seit einigen Tagen. Der ja. läuft ja rückwärts, der war zuerst im Zwilling im ganzen letzten Jahr. Oder in diesem Jahr besser gesagt noch. Wir sind ja heute am 30. Dezember.
Also auch der hat neue Qualität und der Merkur unterstützt dann eben diese schnellen und kreativen Gedanken und Forschungen bezüglich der Ebene, ja, was Stier symbolisiert, also Finanzen, Werte, Wertvorstellungen, aber auch Natur und eben körperliche Dinge. Also hier werden einfach wichtige neue Entwicklungen in Gang gesetzt. Denn der Mondknoten bringt meistens Wendepunkte mit sich. Interessant. Neue Chancen auch. Ja. Hier, ja, auch wenn wir die Naturproblematik uns anschauen, die Klimaproblematik, da kommen also auf jeden Fall neue Entwicklungen, die hier angestoßen werden, die durchaus ganz günstig sein dürften für die Mutter Erde, die durch Stier symbolisiert wird. Ja, also wir haben natürlich aber auch einige negative oder was heißt herausfordernde Aspektierungen, also die roten Linien. Da ist mir eben sehr stark aufgefallen zwei Sachen, also einmal Mond, Sonne, Chiron, da hast du ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Und spannend, wenn man sich jetzt so ein bisschen den Radix anschaut, haben wir ja so eine Achse, die eigentlich den Radix halbiert und das ist zwischen Lilith und Mars. Kannst du noch was sagen? Also die Opposition Lilith-Mars finde ich noch ganz spannend, weil Lilith ist ja so auch schon so ein Autonom, also ist ja, steht so ein bisschen für Autonomie bestreben, Mars für eigener Wille. Wie könnte man das jetzt im Kontext dieses Radix einflechten? Was fällt dir da ein? Der Mars in Schütze bringt ja zurzeit so eine Energie mit sich, idealistisch handeln zu wollen und auch Dinge zu initiieren, die der Gesellschaft zugutekommen. Wenn wir es die Lilith in Zwilling gegenüber haben, dann ist da Achtsamkeit auf das Wort verlangt. Die Lilith neigt zur Radikalisierung des Wortes. Also Lilith in Zwilling heißt, entweder ich sage gar nichts oder ich drücke mich sehr radikal aus. Und jetzt läuft das Ganze aber dann auch noch in Spannung zu Neptun in Fische. Neptun in Fische ist das Thema Illusionen, Täuschungen, Enttäuschungen, aber auch spirituelles Vorankommen. Also hier sieht man einfach, dass die Leute, die sich verbal gern radikal äußern, dass sich hier die Thematik zuspitzen wird nach diesem Neumond, was wir ja eigentlich jetzt schon erleben, dass hier auch die Demonstrationen allmählich mehr zunehmen, dass mehr Leute sich äußern wollen. Und da ist einerseits eben ein hoher Idealismus dahinter, aber eben auch die Gefahr von Täuschungen oder von Fehleinschätzungen, von Fehlmeinungen ist da auch mit im Feld. Und wiederum gilt es da bei einem Steinbock-Neumond einfach gut zu prüfen, eher ruhig und gelassen zu bleiben und ja, einfach darauf zu achten, dass die Dinge einigermaßen realistisch und bodenständig bleiben. Aber dadurch, du meinst ja, also der Mars, der geht ja auch, wandert ja weiter, irgendwann auch nochmal so ein Spannungsdreieck. Ja, Mars, Neptun und Lilith. Ja. Die Lilith steht häufig für Außenseiter oder für alternative gesellschaftliche Gruppen. Und da sehen wir ja, dass eine große Aufgabe im Moment ist, diese Gruppen mit einzubinden und sie nicht auszugrenzen. Richtig. Die Lilith ist ja im Mythos eine, die ausgegrenzt wurde, die aus dem Paradies geschmissen wurde von Jahwe. Und das Thema sehen wir im Moment ganz deutlich, dass die Menschen, die ausgegrenzt werden, die diffamiert werden, dass die wütend werden. Das ist der Mars. Der Mars ist die Wut, die dann kommt. Und die sich eben leicht in unbedachten Handlungen auch äußern kann. Da sind wir dann wieder bei der Uranus-Wirkung des Neumonds, dass Übersprungshandlungen oder einfach zu schnelle
Handlungen passieren können. Und wir sehen ja auch, zumindest für Deutschland steht Uranus am MC. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Genau, also das ist ja das Haus der Öffentlichkeit. Richtig. Auch der Mondknoten steht im 10. Haus. Mhm. Also hier sind in der Öffentlichkeit eben, ist relativ viel Aufruhr zu erwarten nach diesem Neumond. Relativ viel Spannung und ja, einfach Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Denkweisen. Merkur und Wassermann sind eben auch manchmal ein bisschen ideologisch fixierte Denkweisen. Also hier gilt es einfach, persönlich gesehen, sich nicht zu sehr von Gruppen vereinnahmen zu lassen. Das Zeichen Wassermann ist auch ein Gruppenzeichen. Mhm. Sondern gut bei sich zu bleiben und kühlen Kopf zu bewahren. Dann können die positiven Wirkungen dieses Neumonds greifen, die einem wirklich sehr gut voranbringen können. Ein Neumond zum Uranus heißt, du kriegst eben wirklich einen totalen Rückenwind, mhm. aber ja, wenn du dich natürlich provozieren lässt oder zu sehr in Stress gerätst, dann kann das nicht stattfinden. Das heißt, jeder sollte gucken, wo sind die eigenen Herzensprojekte und dann den Wind des Uranus mitnehmen. Ja, und dir vielleicht wirklich schauen, wo hast du gerade Lust, ein neues Projekt zu starten, mhm. es auch wirklich ganz konkrete Auswirkungen haben könnte. Steinbock mhm. und Stier sind Sternzeichen, die lieben es, wenn man nützliche, praktische, konkrete Auswirkungen sehen kann. Und das Ganze ist auch noch kreativ, im 5. Haus. Also stimmt. Wenn du irgendwie kreative Projekte gerade in Gang setzen willst, ein wunderbarer Neumond dafür. Und wahrscheinlich durch die Erdzeichen durchaus auch von Erfolg gekrönt, ne? Also auch längerfristig. Das können Dinge sein, die langfristig sich genau zu stabilen Strukturen formen könnten. Allerdings darf man so einen Neumond auch nicht überschätzen, also seine Hauptwirkung ist ja erstmal so 2 Wochen ungefähr. Mhm. Wobei jetzt dieser erste Neumond des Jahres könnte durchaus sein, dass der dann auch langfristigere Perspektiven eröffnet. Ja, klingt alles sehr interessant und man hat Lust hinzuschauen, was uns da erwartet. Ja, ich glaube, wir machen es aber nicht zu lang, sondern das Zentrale haben wir ja, glaube ich, schon jetzt rausgearbeitet. Aber wenn jemand noch Fragen hat, kann er ja in die Kommentare gerne auch eine Frage schreiben. Herzlichen Dank für deine Antwort.